Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Ja, in der letzten Folge haben wir es geschafft, hier das hier fertig zu machen, das Schlafzimmer. Zumindest vom Aufbau her. Haben hier angefangen und sind schon dabei am Plan, hier einen Kran aufzustellen. Und ja, ist. Sieht nicht so schnieke aus hier von Planung her, wie wir das uns gerne wünschen. Ich sehe gerade, 6 Seile bräuchten wir dafür auf jeden Fall. Für ein Seil brauchten wir 7 Tücher. Machen wir mal ganz viele dahin. Ah, okay. Jetzt können wir nicht. Haben wir schon Maximum? So, dann machen wir noch mal. Dann haben wir zumindest hier schon mal die Seile. Haben wir noch Fleisch? Ja, ist noch essbar. Können wir eben hier ganz schnell was essen gehen. Blätter werden auch schon langsam knapp. Meine Haare auf der Tastatur. Mit der Wand bin ich nicht ganz glücklich, aber egal. Dann können wir hier schon mal runter. So. Gönnen uns hier noch mal einen Schluck. Uns hier einen Schluck. Der ist leer. Okay. Ich habe das Gefühl, das Steak ist kaputt. Habe ich auch, glaube ich, schon letztens öfters mal angesprochen. Ich das Gefühl habe, der ist kaputt. So, wir bräuchten aber auch langsam wieder mal ein bisschen Holz. Wir haben ja 114 Baumstämme, die wir noch zu holen haben. Ah, mir gefällt schon eigentlich die kleine Festung, die wir da bauen. Sieht schon eigentlich nice aus. Vor allem auch,
Rechts sieht man, dass da die Bäume schon wieder nachgewachsen sind, einigermaßen. Also können wir da auch wieder die am Wachsen hindern, abschlachten hier die Bäume. Die Möwe da. Scheinen keine Ureinwohner gerade da zu sein, ist gut. Wenn keiner von denen da ist, können wir ganz in Ruhe, ganz in Frieden die Bäume schlachten. Da brauchen wir auch auf jeden Fall. Nissan gefällt mir gar nicht. Komm schon. Noch scheint es ruhig zu sein, das finde ich gut. Aber es wird auch gleich langsam dunkel. Die Ureinwohner sind gleich wieder unterwegs. Obwohl, die sind 24/7 unterwegs. Nur ich glaube, ich habe noch nicht ganz raus, wann die bei mir hier immer sind. Welche Uhrzeiten. Oder Tageszeiten, besser gesagt. Wir schnappen uns eine Schildkröte. Yay. Und machen uns trotzdem vorsichtshalber mal eben was zu essen. Welchen hat er jetzt genommen? Oh. Der wird mir noch gleich vergammeln. Da hinten haben wir wieder ein Seil. Den holen wir uns eben. Ja, wir haben ihn.
Wir haben den Lurch. Und es ist dunkel. Ich würde sagen, wir schippern einmal vielleicht noch mal kurz zurück. Legen uns pennen. Und dann, wenn es hell ist. Wenn es hell ist, gehen wir weiter Bäume fällen. Aber nice, wir haben uns so wie ein richtiger Jäger richtig ehrenvoll durchgeschnappt. Ich würde sagen, wir können auch das Holz direkt dann in den Kran dran klatschen. Haben wir den schon mal. Dann brauchen wir nicht mehr immer diesen langen Weg da unten rumzunehmen. Für das Holz. Dann können wir direkt mit dem Kran hoch. Waren leck. Ja, der Steg ist ganz sicher nicht mehr heile. Aber wie hat der Schaden bekommen? Hallo? Ja, dann legen wir uns mal pennen. Ja, Hunger und Durst wieder, natürlich. Wir nehmen aber den. Und wenn wir den nehmen, dann haben wir den frischen noch ein bisschen länger bei uns. Ah. Lurch habe ich jetzt nicht mitgenommen. Ah ja, hier haben wir kein Wasser mehr. Ja, ein Regen wäre jetzt echt nicht schlecht.
So, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Da können wir weiter schippern. Ich mich hier erstmal noch vernünftig hinsetzen. Oh, mein Floß geht gleich unter Wasser, ey. Jo, das Ding sieht aus wie so ein Turm. Hier unser Clan. Wird wahrscheinlich unser erster Turm sein. Bin gespannt, wie das dann am Ende. Was bist du denn? Yay, kleines Stück Fleisch gesammelt. So, sind schon nah genug. Ureinwohner sehe ich jetzt nicht. Ah, lass mal. Doch, da hinten sind sie schon. Ich sehe da einen. Da hinten laufen die. Komm, wir riskieren es mal. Nee, zu viele Gollums. Ich hoffe, die gehen an mir vorbei. Da hinten sind sie jetzt. Würde ich sagen, wir nehmen die Bäume hier. Macht, glaube ich, mehr Sinn. Komm. Ja, aufmerksam sind die zum Glück auf mich noch nicht geworden. Wo auch immer die jetzt sind. Komm. So, und der Wagen ist jetzt auch voll.
Oh, warum haben wir wieder so viel Hunger? Guck mal, wie leer der Magen wieder ist. So, hier haben wir wieder Nachschub. Ja, essen wir sofort einen Moment. Können wir auch wieder da rüber fahren? Nehmen die Bäume erstmal hier aus. Hier sind die nah genug wieder nachgewachsen. Also können wir auch die nehmen. Ich wollte schon sagen, kommt da jetzt noch was? Ich wollte schon sagen, fällt jetzt genau auf meinen Karren. Und der hat 5 abgegeben. Ach ne. Kommt her. Komm. Wie viel Muni habe ich denn überhaupt? 6. Warte. Und tipp. Einen. Jo, den haben wir. 2 hauen ab.
Warte. Ja, die haben wir auch noch erwischt. Ja, dann bauen wir uns hier ein kleines Lagerfeuer. Etwas Feuer, ja. Schmeißen die hier mal drauf. Können wir noch mal ein paar Rüstungen machen. Ja, da hinten sind sie noch. Boah. Ich bin jetzt erschrocken. So, warte mal. Wir springen da mal hier drauf. Ja, da hinten sind sie. Aber aus den ganzen Knochen. So, Knochenrüstung. Tragen, tragen. Haben wir noch mal ein bisschen was? So, und wie es halt weitergeht mit denen, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.